Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das, wo viele Eltern urteilen und manche sagen, sie seien selbst alleinerziehend, aber haben Partner, die mit zusammen wohnen. Entweder das oder die haben so 20-20, also so 2 Wochen da, 2 Wochen da, 2 Wochen da, 2 Wochen da. Dann ist man schon nicht alleinerziehend, so wirklich, finde ich. Also bei mir kam das Kindergeld früher auch alleine. Ja, Kindergeld kommt von alleine, da musst du eigentlich nichts machen. Ja, da gucken wir mal nach am Samstag. Genau, da gucken wir mal nach. Irgendwie wird zwar keine Lust haben drauf, aber da muss er durch. Da gucken wir im Bus nach. Wir drei sitzen hinten. Ah, schön. Ja, genau, 24. Ja, also viermal im Jahr habe ich kindfrei. Viermal im Jahr für eine Woche. Also ich habe 4 Wochen im Jahr kindfrei. Da ist das Kind in der Kurzzeitpflege. Am Arsch guckt ihr danach. Pferd bleibt eh zu Hause. Ah, okay, dann gucken wir am Arsch nach. schön. Ich setze mich auf sein Gesicht und du guckst. Halleluja. Nee, es gibt wirklich einige, also es gibt viele, die wissen das. Das wusste ich auch lange nicht. Ne? Jetzt, guck mal, mein Sohn ist jetzt 8 Jahre alt. Ich weiß, glaube ich, erst seit 3 Jahren oder so, dass ich für meinen Sohn ein Leben lang Kindergeld bekomme. Menschen, die nicht selber für ihr Lebensunterhalt sorgen können, weil sie halt beeinträchtigt sind, beziehen ein Leben lang Kindergeld. Man muss es mit 16 Jahren muss man einen Antrag stellen. Und dann läuft das weiter. Unterhalt natürlich nicht, ne? Unterhalt, das fällt natürlich dann irgendwann weg. Ich habe auch Epilepsie, da ist nicht dein Sohn alleine. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Da gibt es viele. Ich habe ja auch einen Verein, also wir haben auch einen Verein. Oder ich habe damals Treffen organisiert für Eltern mit Epilepsie, kranken Kindern. Und ich kenne jetzt so viele, ich kenne bestimmt 100 Familien mit Kindern, die Epilepsie haben. Es fällt immer bei manchen fällt es anders. Also es ist immer unterschiedlich, ne? Da ist alle 2 Jahre mal ein Anfall, da so. Bei meinem Sohn ist es jetzt aktuell so, dass er ja so 6, 7 Anfälle im Monat hat. 6, 7 Stück im Monat aktuell. Da. Das kann man wahrscheinlich abschrauben, irgendwie sein Pferd, ja. Da müssten wir ja eigentlich ein Gewinde sehen. Um Gottes Willen. Ein Kunde wartet, ja, es ist richtig. Der kann warten, der Kunde. Hilfe, Hilfe. Wo sind die Sticks? Ach, hier. Full. Die Sticks sind full. Da. So. Sag mal, haben wir schon alle Lizenzen rausgenommen? Ich weiß es gar nicht. Haben wir letztes Mal alle schon genutzt? Ich gucke mal. Schokoladeneis haben wir noch nicht drin, ne? Doch. Doch. Doch, haben wir schon. Doch. Okay, wir haben alles. Okay. Aber Nathalie, wie viele Kinder hast du denn, wenn ich fragen darf? Oh Gott, jetzt fällt es mir gleich schon ins Bild rein hier.
Ach, jetzt geht's auf einmal mit den Sounds. Jetzt kommen sie wieder durch. Nathalie, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Wir machen mal zweimal. Das nicht. 1, 2, 3, 4. Ein. So, so. Nein, so. 2. 2. Das passt. Die Spreit. Die Spreit ein. Mal. Ich habe einen Sohn, der ist fast 4. Ich habe einen Sohn, der ist 4, fast 5. Ah, okay, okay. Also beschränkst du die Bildschirme? Was mache ich, Yannick? Was? Da habe ich gerade nicht verstanden. Welche Bildschirmzeit beschränke ich? Bei wem? Bei wie? Hm? Ach, können wir ja nicht. Erst nächsten Tag, okay. Zack. Stellen wir schon mal. Und machen auch gleich wieder auf, ne? Boah, das ist das Geile. Du kannst rucki-zucki wieder aufmachen. Nicht so wie sonst immer, ne? Das haben wir schon, die Seite hier. Die haben wir, glaube ich, auch schon. Weiß ich jetzt nicht. Stubenhocker, grüß dich. Moin. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ja, komm, den auch nochmal. Zack, zack, zack. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Stellen. Zack, 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 zack. Grün Tee. Machen wir direkt, bevor ich es vergesse. Weil den müssen wir so, weil. Das hoffe ich, wird beim nächsten Update auch gefixt, dass du halt auch oben an die Regale kommst. Und wie kam es, dass du deinen Verein gegründet hast? Naja, also ich bin mit 3 Monaten alleinerziehend geworden. Da war mein Sohn aber noch scheinbar gesund. Und mit 7 Monaten... habe ich gemerkt, irgendwas passt nicht. Und dann hatte sich die Epilepsie entwickelt, er ist schwerbehindert. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann gucke ich und suche halt betroffene Eltern, um mich mit denen auszutauschen. Habe das gemacht, habe auch viele Eltern gefunden. Wir haben uns getroffen zum Kaffee und irgendwann haben wir uns dazu entschieden, einen Verein daraus zu machen, um halt ja, Spenden annehmen zu können, um diese Treffen zu finanzieren, ne? So ist das entstanden. Machst du das hauptberuflich, das Stream? Also ich arbeite nichts anderes, weil ich meinen Sohn pflege. Ich streame, um Geld zu verdienen nebenbei ein bisschen. Ich mache die Videos für YouTube, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich schneide halt für andere Videos. Also für andere, nicht unbedingt für Streamer, aber für DJs zum Beispiel. Oder für jetzt zum Beispiel nach den Ferien, aktuell sind bei uns Ferien, nach den Ferien schneide ich zum Beispiel für jemanden ein Hochzeitsvideo zusammen aus Drohnenaufnahmen und Fotos. Ja. Wenn dein Sohn Epilepsie hat, dann beschränkst du die Bildschirmzeit. Das ist gar nicht nötig. Mein Sohn ist blind. Da brauche ich die Bildschirmzeit nicht beschränken. Also er ist blind, er kann nicht laufen, er kann nicht sprechen.
Also da ist nicht wirklich viel mit Bildschirmzeit beschränken. Er kann nicht, also er ist blind, er kann nicht sprechen, er kann nicht laufen. Aber forzen kann er richtig gut. Er kann richtig gut forzen. So, Kaffee, Stück Donauwelle, Stream gucken, so kann der Abend doch weitergehen. Oh, Donauwelle mega und Kaffee auch top. Also du machst ja einfach so um 21 Uhr Kaffeepause, wa? Shadow. Einfach um 21 Uhr mal Kaffeepause machen. Hm. Und nörgeln kann er auch gut, genau. Und nörgeln kann er auch sehr gut. Ja. Aber er lacht auch immer viel, ne? Er lacht auch immer viel. So. Aber ja, da ist er auf jeden Fall recht, Yannick. Wenn mein Sohn das könnte, würde ich wahrscheinlich bei ihm die Bildschirmzeit beschränken, ja. Wenn das möglich wäre, ja. Früher war es so, dass mein Sohn 6 Anfälle am Tag hatte. Also 6 epileptische Anfälle am Tag. Jetzt mittlerweile sind es, ja, ist unterschiedlich. 4 mal 5 im Monat, mal 6 im Monat, vielleicht auch mal nur 4 im Monat. Ist immer unterschiedlich. Aber auch so beschränke ich, oder so passe ich natürlich auf, ne? Spielzeug, was übermäßig blinkt, kriegt ihr zum Beispiel nicht. Aber das triggert bei ihnen eigentlich auch nicht die Anfälle, sondern eher Müdigkeit triggert bei ihnen die Anfälle. Müdigkeit, Wärme, das triggert bei ihm. Jo, weil ich kann. Man lebt doch nur einmal und die Hälfte meiner Zeit habe ich ja schon rum. Was soll's? Was soll jetzt noch kommen? Auf jeden Fall immer das machen, Shadow, worauf du Bock hast. Absolut richtig. Immer das machen, worauf du Bock hast. Also gut, jetzt jemanden aufs Maul hauen, weil du Bock hast, ist jetzt nicht drin, aber du weißt, was ich meine. Dass die Dinger hier auch mal nicht Lichter machen können, ey. Nee, die Zeit mit aufs Maul ist vorbei. Es sei denn, es muss sein. Dann knallt es auch mal. Das... Ja, das ist richtig. Also wer hat das jetzt geschrieben? Bei mir steht jetzt Flying Shadow 666. Ist das der Shadow, mit dem ich sonst immer spreche? Oder ist das ein neuer Shadow? Man weiß es nicht. Bin ich verwirrt. Einmal Micha Shadow und einmal Flying Shadow 666. Aber wahrscheinlich ist es der gleiche. Was winkt denn der da? Alter, wer kauft dir so viele scheiß Lammkoteletts, Mann? Ey. Was hackt? Nummer 3 an Shadows meldet sich dann mal noch dazu. Shadow Production. Alter, das, ich werd verrückt hier. Grüß dich, mein Lieber. Micha Shadow, Flying Shadow 666 und Shadow Production. Ey, das ist echt verrückt, wirklich. Wenn ich wüsste, wer es ist, dann würde ich jetzt richtig verrückt werden. So, was haben wir hier? Ah, leckere Soße. Was ist denn jetzt los hier? Ja, Shadow, was ist denn jetzt los? Also... Okay, jetzt bist du grün. Oh, das ist ja total wild. Ich werd schon verrückt.
Joghurt. Da freut er sich, da lacht er. Also jetzt kann ich auch nicht mehr Shadow sagen, jetzt weiß ja gar keiner, wer angesprochen wird. Verrückt. Könnt ihr doch nicht mehr machen, ey. Kreisplatz, habe Epilepsie, kann sehen, kann hören und kann lutschen. Ja, halt normal. Hm? Du kannst, was kannst du? Du kannst lutschen? Wann hast du denn da die Epilepsie bekommen, Yannick? Ich war erst da hier und bin älter, so. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. So, ein bisschen gucken hier. Alter. Eier, wir brauchen Eier. Oha, wir müssen den Laden zumachen. Hier, räum mal weg. Was? Nicht Licht aus. Laden zumachen. Guten Tag, Emstein. Grüß dich. Guten Abend. Hey, wer hat... Oh, danke schön. Irgendwer hat den Laden zugemacht. Vielen lieben Dank fürs Laden schließen. Sehr gut. Alter. Bei meinem Sohn muss auch entschieden werden, ob er eine mögliche Behinderung Entwicklung hat und in 2 Jahren eine Förderschule geht. Darf ich fragen, warum das entschieden werden muss? Also was die Auffälligkeit ist? Im Alter immer Respekt zu allen. So sieht's aus, Fedo. So sieht's aus. Und ich hoffe, alle, die bei YouTube drin sind, haben auch den Stream geliked, ne? Für den Algorithmus. Boah, das weiß ja Shadow Production am besten.